Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV, Montag 10:25 Uhr, 21. September, und der DAX schreitet voran Richtung Süden. Auch die laufende Woche beginnt wieder mit relativen Abschlägen. Das muss man ja ganz klar zur Kenntnis nehmen. Wir hatten ja die jüngste Zeit schon, ich will sagen, vorsichtig darauf hingewiesen, dass der DAX weitere Abwärtsrisiken besitzt. Genauso auch der S&P 500, und trotz der bisherigen Abgaben scheint hier das Ganze nach unten immer noch nicht fertig. Der Wochentag heute zunächst bullisch von der Statistik her. Freitag hat wieder voll ins Schwarze getroffen und die Tendenz nimmt weiter ab. Wollen wir uns mal den DAX betrachten? Hier zunächst mal auf Tagesbasis. Mit dem Rückfall unter 10.000 Punkten am Freitag hat sich hier im Prinzip die Range nach unten aufgelöst. Das blaue Szenario wurde auch schon seit längerem präferiert, da es, wie gesagt, hier oben bei 10.370 einen klaren Deckel gab, hier diese Range sozusagen verhaltene Käufer ja sozusagen zuließ, oder das Verhalten der Käufer besser mehr oder weniger hier verdeutlichte. Und jetzt hat sich der DAX für den Weg nach Süden entschieden, und der blaue Tendenzfall besitzt grundsätzlich weitere Relevanz. Wir haben hier diese nunmehr nur gepunktete untere Trendlinie dieses Abwärtstrendkanals. Das wäre hier erstmal ein kurzfristiges Ziel, um da einen kleinen Rebound zu starten. Wie dem auch sei, es deutet viel darauf hin, dass wir nochmal hier unter 9.400 Punkte laufen. Das heißt, weiteres Abwärtspotenzial ist vorhanden. Nachdem der DAX uns unlängst nicht die Chance gegeben hat, hier nochmal bis in den Bereich von 10.000 Punkten anzusteigen, muss man natürlich jetzt mal sehen, ob man, wenn man denn Shorts pflegen will, hier nochmal jetzt reinkommt. Grundsätzlich, wir gehen mal hier auf den Stundenchart dazu. Haben wir jetzt die Situation, dass er sich hier direkt schon für den unmittelbaren Rücklauf entschieden hat. Die Idee am Freitag war es ja zum Beispiel hier ein leichter Kampf im Bereich 10.000 Punkte, um dann gegebenenfalls bei einem Pullback in Richtung 10.080, 10.100 hier einen sehr, sehr schönen Short-Einstieg zu finden. Ja, der Markt hat uns nicht den Gefallen getan, leben in der Lage. Jetzt müssen wir sehen, wie das Ganze weitergeht. Faktisch haben wir jetzt hier, wenn wir uns rauscrollen, ein Unterstützungslevel, was nunmehr als Widerstand fungiert, im Bereich 9.885. Und davon sind wir aktuell nicht so weit weg. Wir sehen, der DAX versucht sich gerade ein Stück weit zu erholen nach dem Schrecken des Auftakts. De facto haben wir aber jetzt hier ein kleines Widerstandslevel, welches unter Umständen eine Einladung bietet, wenn der DAX hier nochmals anzieht, Short zu gehen. Allerdings, da muss man natürlich auch die 24-Stunden-Indikation berücksichtigen und auch den außerbörslichen, spätbörslichen, nächtlichen Handel. Haben wir hier eine schöne Divergenz im RSI-Oszillator. Das erlaubt erstmal eine Reaktion nach oben. Und diese, wenn sie denn kommt, bietet sich hier unterhalb von 9.900, 9.885 Punkten zum Beispiel als Short-Einstiegsmöglichkeit an, um daraufhin den nächsten Abwärtsimpuls mitzunehmen. Wir können auch hier jetzt schon einen kurzen Abwärtstrend skizzieren sogar. Das heißt, wir haben genügend Auflagepunkte, mindestens zwei, besser noch drei und mehr. Und ich nehme die Linie mal so ein Stück in diese Richtung. Jetzt können wir auch hier noch eine kleine Trendkanallinienprojektion machen. Passt nicht ganz so genau, aber aufgrund des jüngsten Rückgangs, wenn wir hier die Spikes der Kerzen nehmen, erlaubt sich hier eine kleine Trendlinie, ein kleiner Trendkanal sozusagen. Ein oder andere könnte auch hier eine Bullflag sehen, sehe ich aber eher weniger. Letztlich de facto hier kurzfristiges Reaktionspotenzial. Wenn der DAX nochmal Richtung 9.885 steigen sollte, wäre hier die Chance gegeben, einen spekulativen Short zu wagen. Das muss man unterstellen. Der DAX auf jeden Fall schwere Schlagseite, und alles, was sich jetzt in Richtung Erholung darbietet, scheint mir korrektiv zu sein. Kommt es zu einer stärkeren Erholung über 9.900 raus per Stundenschlusspreis, dann muss man auch noch größere Reaktionen erwarten. Aber diese sind letztlich unverändert korrektiv, und ich bleibe weiterhin dabei, dass der DAX im Sinne der schwachen Saisonalität durchaus weiter zurückfallen sollte. Also wir entfernen uns wahrscheinlich mit hoher Sicherheit weiter vom Allzeithoch, und unter 10.000 Punkten dürfte sich das alles noch ein Stück weit zuspitzen. Ergo, DAX weiter schwach. Rückläufe dienen hier meines Erachtens als Short-Möglichkeit. Jetzt gehen wir nochmal auf den Tagesschart, wo das Bild wieder ein Stück weit sich entspannen würde. Und das wäre, wenn wir im Stundenchart die 10.100 als höchstes oberes Level haben, dann natürlich auch ganz klar dieses Level.
soll heißen, oberhalb von 10.100 Punkten. Muss man mal abwarten, was der Index tut. Eine Rückkehr über dieses Niveau würde zumindest ja, die Chance eröffnen, dass der DAX hier mindestens bis 10.370, gegebenenfalls, wenn es darüber hinausgeht, noch weiter ansteigt. Aber das sehe ich kurzfristig eher nicht. Insofern bleibt der bärische Bias zum DAX erstmal bestehen. Am Nachmittag schauen wir uns noch die US-Amerikaner an, inwiefern der S&P 500 hier mit seiner Bear Flag daherkommt. Also, ich sage erstmal danke fürs Einschalten, wünsche jetzt noch einen erfolgreichen Resthandelstag und auf bald, ihr Christian Kemmerer und tschüss.